Hallo zusammen, willkommen zurück bei der Technik-Video-Welt. Heute soll es einmal darum gehen, was wir tun können, wenn unser iPhone nicht mehr reagiert. Das Ganze zeige ich euch am Beispiel des iPhone 15 Pro. Ihr habt ein paar Optionen, was ihr ausprobieren könnt, wenn euer Telefon nicht mehr reagiert. Ich hoffe, es hilft euch. Viel Spaß dabei. So, wie gesagt, soll es jetzt einmal darum gehen, was wir tun können, wenn unser Telefon nicht mehr reagiert. Wir gehen jetzt mal davon aus, dass ihr hier nach links und rechts wischen wollt, aber ihr einfach hier nicht weiterkommt, sondern das Ganze eingefroren ist und einfach nichts mehr geht. Und wenn das passiert, habt ihr die Möglichkeit, einen gezwungenen Neustart zu machen. Und dafür gibt es eine Tastenkombi. Da müsst ihr dann nämlich einmal die Lauter-Taste, die Leiser-Taste und dann die An-Aus-Taste drücken und die Taste hier dann auch gedrückt halten, bis das Apple-Logo erscheint. Wir machen das jetzt einmal. Lauter, leiser und dann hier gedrückt halten, darüber hinweg gedrückt halten, bis das Ganze halt ausgeht und dann das Apple-Logo erscheint. Dann lassen wir das Ganze los und lassen das Ganze neu starten. Das ist quasi dieser gezwungene Neustart, wo ihr das gar nicht manuell auswählt, dass ihr jetzt einen Neustart haben wollt, sondern das wird dann einfach gemacht. Jetzt startet das Ganze neu. Hoffentlich funktioniert das jetzt einmal wieder für euch. Was ihr dann einmal machen könnt, ist in die Einstellungen gehen und dann hier unter Allgemein Software Update einmal nach einem Software Update gucken. Wenn ihr eins zur Verfügung stehen habt, wie wir jetzt gerade, dann sagt ihr jetzt aktualisieren oder halt heute Nacht aktualisieren. Ihr wollt das Problem ja aber möglichst schnell lösen. Also ladet das herunter, lasst das Ganze einmal neu starten mit dem neuen Software-Update, damit ihr dann auch up-to-date seid. Das Ganze löst manchmal Probleme, die sich so im Hintergrund befinden, die ihr gar nicht unbedingt mitbekommt. Aber da einmal ein neues Software-Update installieren, kann schon helfen. Wir machen das jetzt hier einmal, müssen einmal unseren Code eingeben. Dann aktualisiert das Ganze. Jetzt werden wir hier informiert, dass in 3 Sekunden das Software-Update installiert wird. Update wird überprüft. Und das Ganze wird dann jetzt installiert. Das Telefon schaltet sich jetzt einmal ab und startet neu. Jetzt sind wir hier wieder in unserem Telefon quasi. Software Update, dein iPhone wurde auf iOS 17.1.1 aktualisiert. Okay, wir entsperren einmal unser Telefon und dann können wir es ganz normal weiter benutzen. Und hoffentlich habt ihr jetzt und auch zukünftig keine Probleme mehr damit, dass euer Telefon nicht reagiert. Ansonsten, falls ihr das nochmal habt, hilft hoffentlich ein gezwungener Neustart. Ich hoffe, das Ganze hat euch geholfen, hat euch gefallen und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Tschüss!